Hallo Menschen, heute möchte ich Harry Potter and the Cursed Child rezensieren. Ich denke, so gut wie jeder hat es jetzt mitbekommen, aber ich möchte es vorher trotzdem nochmal erwähnen. Dieses Buch ist kein Roman, sondern es ist Skript zu einem Theaterstück. Das heißt, wir haben ein ganz klassisches Drama eigentlich mit Regieanweisungen und dergleichen. Und das zweite Wichtige, es ist nicht wirklich von J.K. Rowling geschrieben. Es ist von ihr autorisiert und ich glaube, so diese Grundidee basiert schon auf ihr, also in welche Richtung sich die Handlung entwickelt. Aber der eigentliche Text, den ihr lest, der ist von Jack Thorne, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Von ihm ist das Skript und von John Tiffany nochmal speziell das Drehbuch, also ich glaube noch drumherum mit ein bisschen mehr Effekten und dergleichen. Aber ihr lest nicht wirklich die Worte von J.K. Rowling, auch wenn sie das, glaube ich, als Kanon jetzt tituliert hat. Also sie hat ja auch dran mitgearbeitet und sie ist ja da doch recht rigoros, wem sie erlaubt, Harry Potter über irgendeine Sache zu schreiben. Und noch ein drittes, was ich vorher sagen will, ich werde natürlich dieses Buch nicht irgendwie spoilern, aber also schon allein der Fakt, dass es einen achten Teil gibt, der Harry Potter und das irgendwie heißt, ist ja indirekt ein Spoiler für die komplette Reihe eigentlich vorher. Also ich meine, dann könnt ihr euch auch denken, wie es ausgeht, aber das nochmal im Kopf behalten dafür, wenn ihr vielleicht die Reihe noch nicht beendet habt, lest lieber erstmal so das Finale, denn durch die Personenkonstellation erfährt man hier halt schon einiges, was halt so passiert. Was kann ich euch jetzt also inhaltlich sagen? Das Buch setzt direkt am Epilog des siebten Teiles an und wir konzentrieren uns sehr viel auf Harry und dessen Sohn Albus Severus, wobei letzterer eben mit diesem ganzen Familienerbe ziemlich große Probleme hat. Also er kann auch viele Erwartungen einfach nicht erfüllen von seinem Talent her, von seinem Können her, aber er würde es vermutlich auch nicht wollen, selbst wenn er jetzt irgendwie begabter wäre. In diesem Buch sind wirklich eine ganze, ganze Menge so Daddy-Issues. Also ich muss zugeben, manchmal ging mir Albus schon auch ganz schön auf die Nerven. Ich meine, auf gewisse Art und Weise kann man es natürlich nachvollziehen. Es ist bestimmt nicht einfach mit so einer Familie, mit solchen Freunden, die halt an diesem großen Kampf beteiligt waren. Aber er ist halt wirklich ein störrischer Teenager oft. Aber trotzdem fand ich so diese Familienkonstellation eigentlich ganz interessant und hätte es sogar gemocht, da komme ich ja nochmal bei meiner Kritik drauf, wenn ein paar dieser etwas kleineren Dinge tiefer betrachtet worden wären. Und außerhalb dieser ganzen Familiendrama-Sache haben wir aber vermutlich auch wieder eine magische Bedrohung. Zumindest schmerzt Harrys Narbe nach 22 Jahren zum ersten Mal wieder. Direkt nach Beenden des Buches war mein erster Gedanke erstmal so: Ach ja, doch, war schön, war spannend, angenehm mal wieder in die Welt zurückzukehren. Ich muss aber auch sagen, je länger ich darüber nachdenke, desto mehr finde ich doch einige Probleme damit. Fangen wir erstmal mit etwas ganz Allgemeinem an. Wie bei den meisten Dramen würde ich sagen, dass beim reinen Lesen etwas fehlt. Ich meine, natürlich haben wir Regieanweisungen, die ja aber nur so die großen Sachen wiedergeben und einfach zwischenmenschliches, kleine Gesten, die stehen halt einfach nicht drin. Also da wäre ein Roman immer viel, viel detaillierter und im Großen und Ganzen ist das hier wirklich ein Action-Plot. Ich glaube aber, dass das live als Theateraufführung großartig wäre, einfach weil da so viele Dinge drin sind, bei denen ich mich frage, wie wollen sie das denn live machen? Und ich habe auch eigentlich bei den Theaterrezensionen ein nur Positives gehört, dass es halt wirklich eine riesengroße, sagt man auf Deutsch, Production Value ist und die da wirklich keine Kosten und Mühen gescheut haben, das toll und beeindruckend zu machen. Was dann den Plot betrifft, fange ich erstmal so an. Wenn der dann so am Laufen ist, fand ich ihn auf eine gewisse Weise schon mitreißend, ne? Man wollte dann, dass alles gelöst wird und wie geht es denn nun voran? Das Problem ist, dass ich den Auslöser für diesen Plot tatsächlich ja, etwas bescheuert fand. Also in dem Sinne, dass man wirklich von Anfang an sagen muss, und jeder hätte das sagen müssen, nein, das kann nur schiefgehen, da kann nichts Gutes draus entstehen. Und ich will halt jetzt gar nicht warnen, aber prinzipiell hatten wir die Idee halt schon mal und ich finde, so wie da hier rangegangen wird, ist es von Anfang an klar, das ist eine große, große dumme Idee. Und auch die Motivation dahinter fand ich nicht ganz passend. Also es gibt, also ich meine, es dreht sich um Albus und er gibt eine Begründung, er sagt, ich mache das um, bla bla bla. Und ich verstehe dieses um, aber ich verstehe überhaupt nicht, wie er darauf kommt, dass das, was er tut, das dann erreichen soll. Das ist eine dumme Idee und das weiß man eigentlich von Anfang an. Eine zweite Sache, die ich nicht so mochte, leider habe ich den Plot-Twist, beziehungsweise wen der Plot-Twist betrifft, von Anfang an vorhergesehen, obwohl ich sowas immer bewusst nicht tue.
Ich versuche nie zu erraten, wie ein Buch ausgeht, sondern ich möchte, dass mich das Buch überrascht. Ich lese vor mich hin und ich will das vorher nicht wissen. Und hier war es halt Meilen voraus zu sehen. Und was dann wiederum, sag ich mal, so den Inhalt des Plot-Twists betrifft, was uns dann so überraschen soll, da muss ich sagen, da saß ich auch erstmal dort und war halt nicht so positiv überrascht und dachte mir, oh, wirklich? okay. Also es ist jetzt schwierig darüber zu reden, ich will es auch nicht spoilern. Und dann ist auch noch so ein bisschen mein Problem. Vorher in der Harry Potter-Reihe hat Harry ja eigentlich auch in jedem Band so, ich sag mal, eine Kleinigkeit gelöst, die aber irgendwie zu diesem großen Ganzen gehörte. Wir hatten eine riesige Geschichte, die ja eigentlich sogar vor Harrys Geburt schon losging mit Voldemort drumherum und wir brauchen so lange, um die zu lösen. Und hier, in diesem Theaterstück, ploppt plötzlich ein Problem auf und zack, dann ist auch schon gelöst. Und man muss schon zugeben, es hinterlässt ein bisschen Gefühl von, well, that escalated quickly und dann wurde es auch noch ganz quickly wieder gelöst. Es ist, manchmal fragt man sich vielleicht schon so, musste das jetzt sein? War das jetzt wirklich nochmal eine Bedrohung? Was ich hingegen sehr mochte, war ein gewisser Humor. Der ist anders als Harrys manchmal so sarkastische Antworten an Professoren in der normalen Reihe, aber er ist auf jeden Fall vorhanden. Vor allem zwischen unseren zwei jungen Protagonisten, von dem ich euch noch gar nicht gesagt habe, wer der zweite ist, aber das, finde ich, kann man auch durchs Lesen lieber herausfinden. Und was mir sehr gut gefiel, auch wenn es wahrscheinlich Geschmackssache ist, ich könnte mir vorstellen, dass da so ein paar Puristen das nicht sehr toll finden, aber Jack Bourne wird manchmal in seinen Regieanweisungen regelrecht, naja, poetisch ist vielleicht auch übertrieben, aber er sagt dann nicht einfach nur XY tritt auf und tritt ab, sondern es gibt eine ganz tolle Stelle, die ich euch mal vorlesen will, wo halt so eine richtig tolle Atmosphäre schon in den Regieanweisungen gegeben wird. Und mit dem Hinweis, in dem Text, den ich euch vorlese, kommt der Name Voldemort vor, aber ihr wisst ja, dass in Theaterstücken Personen auch auf unterschiedliche Art und Weise auftreten können. Also nur weil da jetzt Voldemort steht, heißt das nicht, puff, er ist zurück. Sondern ja, könnt ihr euch euren Teil denken. Auf jeden Fall fand ich die Stimmung ganz toll, die hier vermittelt wird. Geht los mit Harry hears a noise, a hissing noise. And then there's a noise like death, a noise like nothing else we've heard before. Voldemort comes through the back of stage and across it and walks down into the auditorium. He brings death with him, and everyone knows it. Und ich finde, das klingt so toll. Das ist eine wunderbare Atmosphäre, die der da nur durch Worte, durch die Regieanweisungen wiedergibt. Und ich stelle mir das halt dann live vorgeführt auch ganz, ganz großartig vor. Es gab außerdem zwei Momente, die mir doch tatsächlich ganz nah gingen. Und das finde ich immer toll, wenn Bücher sowas mit mir machen. Und jetzt nochmal kurz gefasst, lohnt es sich nun, das zu lesen? Ja, ich würde sagen, hauptsächlich für Leute, die halt nochmal in die Welt zurückkehren wollen, denn ist es das beste Buch der Harry Potter-Reihe? Nein, auf keinen Fall. Wenn es auch für mich eine ganz gute Ergänzung war. Ich muss aber halt auch immer sagen, dass durch die Form des Theaterstücks einfach viele Dinge zu kurz kommen. Zum Beispiel, sage ich jetzt mal, Albus innerer Konflikt. Ne? Ich meine, wir sehen, dass er und Harry so aneinander geraten. Aber dann geht's auch schon weiter. Muss es auch, weil das Theaterstück an sich ja schon lang genug ist. Ich glaube, ihr habt das bestimmt mitgekriegt, dass das ja immer an, also entweder zwei Abenden aufgeführt wird oder zumindest an einem Tag, Vormittag und abends, dass es eigentlich wirklich schon sehr lange ist. Und man kann einfach nicht so viel in Theaterstück packen, wenn Leute halt dann 5 Stunden da rumsitzen müssen oder sogar noch länger. Und insofern ist es vermutlich live besser. Also Fahrt nach London. Ich glaube, nächstes Jahr im Sommer könnt ihr wieder Karten kaufen. und als Buch habe ich es wirklich genossen und ich muss aber so ehrlich sein, dass es einfach Probleme hat. Es hat Plotholes, es ist nicht sehr tief, es ist halt, ich sag mal, eine Actiongeschichte und das ist dann Geschmackssache, müsst ihr selber entscheiden, ob euch das reicht. Denn Harry Potter war ja auch immer eigentlich schon ein Actionblatt, hatte aber genug ruhige Momente, um Personenentwicklung zuzulassen. Das haben wir ja halt alles sehr gerafft. Ja, das war alles, was ich zu sagen habe. Ich weiß, es gibt Leute, die sagen, das kaufe ich definitiv nicht. Es ist nicht wirklich Teil der Reihe. Für mich existiert das nicht. Ja, ist auch eure Entscheidung. Ich persönlich finde zum Beispiel überhaupt nicht, dass das Geldscheffelei ist, was so viele Leute kritisieren. Denn ganz ehrlich, J.K. Rowling hat für ihr Leben ausgesorgt. Die hat wahrscheinlich auch für all ihre Kinder ausgesorgt. Und ich finde es eigentlich ganz nett, dass ich dieses Theaterstück wenigstens lesen kann, denn ich komme bestimmt nicht nach London und habe, glaube ich, 140 Pfund für den Eintritt oder sowas in der Art, wenn ich das richtig gehört habe. Deswegen war es für mich eine schöne Möglichkeit, nochmal in die Welt einzutauchen. Und ansonsten bitte alle Meinungen in die Kommentare. Ich danke euch fürs Zuschauen und ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal.